Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich muss meine Cam so ein bisschen drehen, so. Wir machen jetzt eins von den angekündigten Erweiterungsvideos. Diesmal mit dem Galaxy S5 und dort werden wir uns die PlayStation-App angucken. Denn passend zum Update der PlayStation 4 auf 1.70 hat Sony auch der PlayStation-App für Smartphones ein passendes Update verpasst. Und das wollen wir uns jetzt einfach mal angucken und ich will euch das mal so nochmal ein bisschen näher bringen und zeigen. Ja, dann würde ich jetzt erstmal schon mal Controller vorbereiten, falls ich die PlayStation 4 brauche. Würde ich jetzt mal die Kamera hier runter machen. So. Auf den Tisch. So. Ich werde das Handy mal so ein bisschen. Ich werde mal versuchen, dass ich das vielleicht noch ein bisschen näher. So. So. Ja, so sieht man das schon relativ, würde ich sagen. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich das ja noch ein bisschen drehen. Den Laptop und das so. So müsste vielleicht so ja noch ein Tick besser sein für euch. Ich werde mal noch gucken. Ich habe da jetzt gerade eine gute Idee gehabt. Ich werde jetzt einfach mal meine Seagate-Festplatte nehmen und die hier drunter packen, dass das Handy so ein bisschen angeklappt ist, dass ihr das so ein bisschen besser sehen könnt, macht sich nämlich so ein Ticken besser. Hoppala. Ach, Blue Hunter hat geschrieben, kann ich mir nachher gleich angucken, der zockt gerade. So, ich muss jetzt erstmal noch schnell die Helligkeit etwas runter regeln, damit es bei euch nicht so blendet. Haben wir so eigentlich gut erreicht, würde ich sagen. Mal gucken. Ich nehme mal die Fernbedienung vielleicht. Ah, ja, das ist halt alles ein bisschen zu wenig. Aber es reicht erstmal aus, um euch das zu präsentieren. Ich habe jetzt mir schon auf dem Homebildschirm die PlayStation-App vorbereitet, die ist normalerweise im nicht so direkt offen. Und dort sehen wir jetzt die PlayStation-App. Könnte man ein Stück näher ranholen. Vielleicht macht sich das noch ein Stück besser. Ja, da seht ihr das auch noch ein bisschen besser. So. Hoppala. Zurück. Ja, wir machen mal komplett PlayStation-App beenden, dass ihr das mal seht, was passiert, wenn sie startet. So sieht es aus, wenn sie startet. Und dann sind wir auch schon drinnen. So, was jetzt neu dazugekommen ist, wir haben jetzt ein Tonsignal für Freunde und Nachrichten. Wenn ihr die PlayStation-App auf eurem Handy installiert habt und ihr bekommt eine Nachricht, Freundschaftsanfrage, Klarnamensanfrage oder sonst was, Klarnamensanfrage geht aber nur, wenn ihr im Besitz einer PlayStation 4 seid und damit schon mal online gewesen seid mit eurem Account, dann weiß Sony, ah, da darf man eine Klarnamensfrage anschicken. Da geht das, der hat eine PlayStation 4. Bei PlayStation 3 Besitzern geht das nicht. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel die Freunde. Ich zeige euch mal meine Freunde, die jetzt gerade online sind. Der Blue Hunter, und dann sieht man halt, der Blue Hunter zockt gerade Burn by Flame. Die anderen zocken auch teilweise gerade was, FIFA, ihr könnt da jetzt alles sehen, wer hier was zockt. Und dann gehen wir mal auf den Blue Hunter. So, dort bin ich jetzt auf dem Blue Hunter sein Profil. Ich werde mal versuchen, das Handy noch ein bisschen hochkant zu machen, dass ihr das vielleicht noch ein bisschen besser erkennen könnt, was ich euch zeigen will. So, nochmal die. So müsste das vielleicht sogar noch ein Ticken besser sein für euch. So, dort sehen wir das Profil vom Blue Hunter. Ich werde mal das noch ein bisschen höher machen. So ist das doch schon schön. Und vielleicht noch
ein Tick dunkler und hoch. Ja, so geht es schon ein bisschen besser. Und hier seht ihr praktisch oben den Namen. Dann seht ihr Nachricht senden. Dort sehen wir die Trophäen. Und dort unten, dass er Burn by Flame spielt. Mit, ich habe zu kurzzeitig eingestellt. Burn by Flame spielt da auf der PS4. Dort unten runter ist der Button. Den seht ihr jetzt schlecht. Da steht aber PS4 drinne. Und ein Bild zu Burn by Flame. Wenn wir dort drauf drücken, können wir natürlich über den Browser gleich Informationen zu Burn by Flame suchen. Und dann sehen wir hier noch weitere Informationen zu Blue Hunter. Wir haben, dass er ein German Gamer ist, ja, Deutsch ist, ja, so was er darin geschrieben hat. So, und jetzt können wir dem Blue Hunter einfach mal eine Nachricht senden. Wir schicken dem jetzt hier eine Nachricht, gehen auf Nachricht. Das ging vorher auch schon mit der PlayStation App. Ihr seht, ich habe schon ein paar Nachrichten drin. Das sind die ich geschrieben habe. Ich werde da jetzt einfach mal eine Nachricht schreiben. Na du, wie geht es dir? Ich teste gerade die PlayStation App und schreibe dir über die PlayStation App eine Nachricht. So. Zack. Habe ich extra mal so gemacht, dass ich das jetzt schnell ansage, schneller als wenn ich das schreibe. So, dann sehen wir da meine Nachricht drin und die senden wir jetzt einfach mal an Blue Hunter. So, jetzt wird die Nachricht gesendet. Die Nachricht ist gesendet. Und gehen wir mal zurück. Und wenn der Blue Hunter dann antwortet, bekommen wir eine Nachricht und können auch gleich über die App antworten. Was jetzt seit der PlayStation 4 ein wenig negativ ist, PlayStation 4 Benutzer können auch mit PlayStation 3 Benutzern Nachrichten schreiben. Finde ich sehr gut. Bloß das Problem ist, wenn ich über diese App schreibe oder über die PlayStation 4 schreibe, werden diese Nachrichten automatisch auch an meine PS3 geschickt und dann steht da von einem anderen PS3-System oder von einem Nicht-PS3-System gesendete Nachricht, kriege ich alle Nachrichten, die ich gekriegt habe, sehe ich dann auch auf der PS3. Das ist dann ein bisschen umständlich, muss erst auf die Nachrichten gucken, hast du die gelesen, hast du die nicht gelesen und dann löschen. Das ist etwas doof. Nee, das ist eine normale Nachricht. Das interessiert uns nicht. Die Töne übrigens, also die wir denn hier bekommen, wenn wir eine Nachricht bekommen, beziehungsweise eine Namensanfrage, sind die gleichen Töne wie in der PlayStation 4. So, dann haben wir hier unten Einstellungen. Da gehen wir hier mal rauf, kann ich euch mal die Einstellung. Wir können oben uns abmelden. Wir können Kontoinformationen machen. Wir können Mitteilungen, PS App Service verknüpfen. So, da können wir da drauf gehen. Und dort habe ich schon einen Haken drin. So, oder kein Haken drin. Da können wir sie mit Facebook verknüpfen. So, und jetzt habe ich praktisch das mit Facebook verknüpft und ich werde es jetzt auch mal mit Twitter verknüpfen. Nehmen wir mal Google Chrome. Wartet mal, da gebe ich mal mein Passwort und so ein. Ach, steht so ja schon drin. Okay. App autorisieren. Warte, so. Ich habe jetzt die App autorisiert. So. Und jetzt bin ich mit meinem Odinstest Twitter-Account natürlich auch verknüpft. So, dann können wir zurückgehen. Geistiges Eigentum und Versionsinformation. Und dort sehen wir, wir haben jetzt die PlayStation-App. Wir hatten vorher die 1.5.0. Jetzt sind sie natürlich gleich auf 1.7. Nee, das ist Facebook. Runter. Interessiert uns jetzt nicht. Wir hatten vorher die 1.5.0 oder 1.5.2 Version und mit dem Update der PlayStation 4 haben sie diese Version auf 1.7.0.1.5 in Klammern 318 erweitert. Ja, warum sie da gleich auf 1.7 gegangen sind, ich denke mal, das hat was mit der PlayStation 4 zu tun, weil rein theoretisch müsste ja denn eigentlich die 1.5.2, 1.5.3 oder 1.6.0 kommen, aber die sind hier gleich natürlich auf 1.7.0.15 gegangen. 2014, Sony,
Okay. So, dann können wir, da hatte ich vorher Probleme, wenn ich in den Store gegangen bin. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Jetzt funktioniert es einwandfrei. Wir sagen jetzt einfach auch Google Chrome. Welchen Browser ihr da benutzt, das ist im Prinzip vollkommen egal. Nicht wundern über das verpixelte Bild. Das sind wirklich so nur diese Vierecken, die sich da bewegen. So, und schon sind wir im PlayStation Store. Und ihr könnt von unterwegs, wenn PlayStation Plus Abo ist, PlayStation Plus Verlängerungszeit ist oder allgemein, könnt ihr so, geht zum Beispiel auf PlayStation Plus gehen. Dann geht ihr Zugriff auf deine Spielesammlung. Und dort finden sich die PlayStation Plus Spiele. Ich habe jetzt, steht jetzt irgendwie da, dass ich das vorbestellt habe? Nö, hier stehen nur die Preise. Aber eigentlich habe ich es auch gekauft, also beziehungsweise heruntergeladen. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls müsste das eigentlich dastehen. Ich weiß es nicht. Ich habe über die PlayStation-App, seit sie neu ist, noch nicht gemacht. Kann sein, dass sie das entfernt haben. Aber man könnte jetzt hier zum Beispiel... Oh, Mensch, bin ich denn hingegangen? Bin irgendwo, wo ich nicht hin wollte. PlayStation. Zugriff auf deine Spielesammlung. So, können wir jetzt hier sagen... Wo haben wir eine PlayStation 4 Spiel? PS3, PS Vita. PS Vita. Das ist eine PS4 Spiel, bin ich bescheuert? Das ist WhatsApp, interessiert uns jetzt auch nicht. Ach, hier oben, ich sehe den weit vor lauter Bäumen nicht. Da gehen wir dann drauf auf den PS4 Spiel. Und dann können wir das jetzt einfach mal in den Einkaufswagen packen. So. Jetzt will er natürlich meine E-Mail-Adresse als Bestätigung. Ich habe die zwar angegeben, also mein Passwort. Anmelde-ID. Achso, der E-Mail und Passwort. Ich habe diese zwar schon angegeben, aber... ich muss erst mal überlegen, was mein Passwort war. Ich hoffe, dass es das war. Ja, das war's. Aber wenn, sobald man was im Store kauft, soll Passwort speichern. Sobald man was im Store kauft oder halt, auch wenn es ein Plus ist, will der halt nochmal E-Mail-Adresse und Passwort, dass man wirklich man selber ist. So, jetzt verarbeitet er diese Anfrage, dass ich dieses Spiel praktisch gerne kaufen möchte, beziehungsweise ist ja für Plus gratis, ich bin ja PlayStation Plus Mitglied, dass ich es gerne in meinem Warenkorb haben wollen würde. Das kann etwas manchmal dauern. Der muss ja das Passwort erstmal verifizieren und so. Sagt er, du hast leider nicht, was, du hast leider nicht zum Kauf oder Download in diesem Bereich Inhalt bereit, was? Du bist leider nicht zum Kauf dieses Downloads Inhalts berechtigt. Warum nicht? Bist du bescheuert? Klar. Ich bin Plusmitglied. Du Fohl. So, versuchen wir es nochmal. So. Jetzt habe ich es im Warenkorb rein theoretisch drin. Jetzt gehen wir auf Warenkorb. Da ist natürlich nichts drin. Klasse. Ja, das ist dieser Vorführeffekt. Warten. Okay. Habe ich das schon gekauft? Vielleicht, weil ich schon gekauft habe? Ja, normalerweise geht das und dann kann man das darüber kaufen. Das ist jetzt der typische Vorführeffekt. Das war jetzt das Signal, dass ich eine Nachricht habe. Ziehen wir das hier mal runter. So, da steht jetzt zum Beispiel, machen wir das hier oben weg, das hier unten weg. Und dort steht jetzt PlayStation App. Du hast eine Nachricht erhalten. Das kann ich euch mal zeigen. So sieht das aus. Ja. Seht ihr das? Ja, ist ein bisschen. Die hat keinen Fokus, die Cam. Kein. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, da gehen wir jetzt mal drauf. Und dann springt er automatisch zu Nachrichten. Und da sehen wir einen gelben Punkt wie in der PlayStation 4 unter dem Symbol, also unter dem Foto. Und das zeigt uns, wir haben eine Nachricht. So. Und der Blue Hunter schreibt uns, cool.
So, dann schreiben wir ihm jetzt einfach mal. Ja, das finde ich auch. Du bist jetzt in meinem neuen Video. So, und senden ihm das zurück. Und dann können wir ja auch wieder rausgehen, weil wir kriegen ja eine Mitteilung, wenn wir eine Nachricht haben. Und so funktioniert das auch mit Freundschaftsanfragen, Klarnamensanfragen, Party, weiß ich nicht, da habe ich noch keine Nachricht bekommen. Ob das hier auch angezeigt wird und ob das hier geht, das weiß ich nicht. So, Freunde haben wir uns gezeigt, PlayStation haben wir uns gezeigt. Wir haben auch hier noch live von PlayStation. Dort können wir uns dann natürlich die aktuellen Livestreams angucken, die Leute über ihre PlayStation streamen. Und da ist die nächste Nachricht vom Blue Hunter. Bumm. Wir könnten natürlich hier oben auf Nachrichten klicken, aber ich mache es irgendwie aus Gewohnheit immer da oben. So. Yeah, schreibt er. So, da gehen wir dann mal raus. Nochmal raus. So. Mal guckt, Trophäen können wir auch. Da können wir uns dann die Trophäen von uns selber angucken, beziehungsweise einen Trophäenvergleich machen mit Freunden. So, ich habe jetzt hier Burn by Flame. Da habe ich aber eigentlich ein paar Prozent schon. Ah, ich habe vergessen zu synchronisieren, nachdem ich gespielt hatte. Ja, hier habe ich jetzt 0%, aber ich habe vergessen zu synchronisieren. Ja, und hier kann man sich dann die eigenen Trophäen angucken, die man schon hat. Dann kann man hier mit PlayStation 4 verbinden. Das habe ich schon gemacht. Dann kann man auch die App benutzen für zum Beispiel The Playroom oder als Eingabefeld, wenn man Nachrichten in der PlayStation 4 schreibt. In der PlayStation 4 schreibt, kann man das Handy als Eingabefeld benutzen. Macht sich sehr gut, macht sich besser als dieses Touchpad, wenn du da mit dem Finger rumreitest, weil da hat Sony irgendwie was verschlafen, weil da bräuchte man einen Regler, wie schnell der Touchpad reagieren soll, wenn ich eine Nachricht eingeben will, weil ich mache nur so einen Millimeter weg und dann bin ich fünf Buchstaben gleich weiter weg, obwohl ich nur einen Buchstaben weiter würde. Also das haut nicht so wirklich hin. So, dann sehen wir da mein Profil, mein Profilbild und mein Name steht da nicht. Dann stehen hier die Neuigkeiten, wer welche Trophäe, welchen Trailer oder welchen Trailer Sony jetzt exklusiv hat. Hier zum Beispiel da finden wir hier eine Nachricht Exklusiv-Trailer. Dort können wir drauf gehen und können uns den Exklusiv-Trailer zu Drive Club angucken. Kann ich euch auch mal demonstrieren. Wir drücken einfach mal Play. So. Müssen wir kurz warten. So, da seht ihr das. Wir können auch drauf drücken. Hoppala. So, einfach mal schräg machen. Ne, das klappt hier nicht. Das hat bei der alten Version, glaube ich, geklappt. Ne, man kann sich halt nur in diesem kleinen Feld angucken. So, und dann können wir nochmal zurückgehen. So. Ja, hier sind halt die News drin und hier oben haben wir dann praktisch die Meldungen, die Einladungen, die Spielbenachrichtigungen und die Nachrichten. So, Spielbenachrichtigung habe ich keine, Einladung habe ich auch keine. Hoppla. Mitteilungen. Na. Da steht dann halt das alles, wie ihr es von der PlayStation 4 kennt. Ja, eine Klarnamensanfrage können wir draufdrücken. Und dort sehen wir haben keine Klarnamensanfrage. Also das sind die Rubriken, wie ihr sie halt aus der PlayStation 4 kennt, wenn ihr hier irgendwas, eine Nachricht habt, eine Klarnamensanfrage, eine Freundschaftsanfrage und sonst was dergleichen. Das findet sich hier vorne gleich bei diesem Punkt. Wir haben auch hier unten PSN. So, können wir mal... Nee, da kann man nicht draufdrücken. Früher konnte man draufdrücken. So. Und hier haben wir Entdecken. Da können wir uns dann nochmal entdecke die PlayStation 4. Können wir mal draufdrücken. Dann zeigt er uns praktisch die PlayStation 4. Oh, ist gerade ein bisschen lahmarschig. Mein Internet ist nicht dort schnell. Deswegen dauert das halt alles etwas länger. Ja, jedenfalls können wir das
Und da können wir uns dann halt einzelne Sachen angucken, Videos, Spiele und halt so Informationen von Sony. Das PSN funktioniert nicht, weil wir sind im PSN. Ihr seht, das ist alles PSN. Wenn wir jetzt auf PS4 drücken, können wir dort mit der PS4 verbinden. Drücken wir wieder auf PSN, sind wir im PSN. Also das ist alles das PSN. Ja, das war's auch soweit. Ich finde es echt klasse. Muss ich jetzt mal meine Kamera wieder nach oben machen. Ich finde es echt klasse, dass jetzt mit Ton ist. Och, jetzt seht ihr mich gar nicht so. Dass es jetzt mit Ton ist, wenn ich eine Nachricht auf der App bekomme und so. Das ist für unterwegs cool. Kann man halt mit seinen PlayStation-Leuten schreiben, die man jetzt nicht unbedingt bei WhatsApp oder irgendwo hat, die man jetzt nur da hat. Und dann sagt man, kommst Bock zum Zocken? Sag, ich bin beim Arzt, ich bin beim Einkaufen oder sonst was dergleichen. Also das finde ich sehr geil. Und vor allen Dingen, dass sie jetzt Ton haben. Vorher ging das auch. Man hat aber keine Benachrichtigung vorne auf dem Display gehabt und man hat keinen Ton gehabt. Man musste immer in die PlayStation-App reingehen und sagen, Nachrichten, ach, da leuchtet es, ich habe eine Nachricht. Und jetzt kriegt man halt, ja, vorne halt so eine Bestätigung, du hast eine Nachricht und hat ein Tonsignal. Ja, und dann halt Performance haben sie definitiv verbessert, weil ich hatte mit meinem S3, ja, hatte ich tierische Probleme im PSN-Store zu kommen, um da irgendwie meine PlayStation Plus-Spiele von unterwegs aus zu aktivieren. Da habe ich teilweise kein Bild gesehen oder ich habe ein Bild gesehen und konnte es nicht aktivieren. Das geht jetzt alles. Gut, jetzt gerade nicht, aber ich denke mal, das ist, weil ich schon gekauft habe, beziehungsweise ja einmal runtergeladen habe. Das kann natürlich auch möglich sein. Aber so funktioniert die App jetzt reibungsloser, schneller. Sie baut sich schneller auf, sie geht schneller aus und man kommt überall schneller hin. Also die Performance haben sie schon erheblich verbessert. Ich bin mal gespannt, was da demnächst noch möglich ist und was Sony sich da noch einfallen lassen wird. So, dann möchte ich dieses Video auch hier erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. News zum Update der PlayStation 4 App. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.